Jemand hat mein Video geklaut. In der YouTube-Community habe ich neulich die Frage bekommen, wie kann man das machen, wenn man mitgekriegt hat, dass jemand sein Video geklaut hat, beziehungsweise wo finde ich das überhaupt, wenn jemand mein Video geklaut hat? Und das möchte ich ganz kurz erstmal schnell von den Voraussetzungen erklären. Ihr müsst Mitglied vom YouTube-Partnerprogramm sein, dann gibt es bei euch im YouTube-Studio eine extra Lasche oder einen extra Menüpunkt, der heißt hier drüben, den zeige ich euch mal, Urheberrecht. Und dort könnt ihr drauf gehen und dann seht ihr hier einen Urheberrecht, was bei uns verstoßen wurde. Und zwar habe ich mal ein YouTube-Video gemacht über ein Hotel in Kirgisistan, nämlich das Parkhotel in Bischkek, wie ihr hier seht. Und das hat sich jemand geklaut, und zwar das Parkhotel Bischkek selber am 15.05.2016 mit 47 Aufrufe von dort und 100% des Videos. Das heißt, die haben das Video 1 zu 1 kopiert, haben das downgeloadet und haben es bei sich auf dem Kanal wieder hochgeladen. Das kann man hier sehen. Und das ist so eine Sache, hier mache ich jetzt nichts dran, weil das ist jetzt das Hotel selber und ich muss jetzt zugeben, wegen 47 Aufrufen mache ich jetzt kein Brimborium drum. Und auf jeden Fall merkt ihr euch bitte, das seht ihr hier drüben in der Lasche, Urheberrecht. Und jetzt habe ich mehrere Handlungsoptionen, wenn ich jetzt dieses Video weghaben möchte. Zum einen kann ich sagen, ich möchte es verschieben, dann kümmere ich mich überhaupt nicht mehr drum, dann ist es weg. Das andere ist, ich kann den Kanalinhaber kontaktieren. Da gibt es hier ein vorgefertigtes Formular. Das wird dann, glaube ich, für denjenigen in der jeweiligen Sprache übersetzt. Und hier schreibt man seine E-Mail-Adresse rein und dann kann derjenige sich melden. Also diese E-Mail-Adresse wird dann weitergegeben an denjenigen, der das Video quasi geklaut hat. Also das heißt, ich könnte jetzt dieses Schreiben hier machen, könnte hier oben meine E-Mail-Adresse reinschreiben und dann kriegt das Parkhotel in Bischkek quasi diese standardisierte E-Mail und dort sagen die halt, hey, du hast ein Video geklaut, hier ist die Nummer, wende dich bitte an ihn. Das heißt, da habe ich noch gar nichts gemacht, da habe ich es weder gelöscht noch sonst was gemacht, da habe ich es einfach nur gesagt, okay, bitte kontaktiere mich so sinngemäß in der Richtung. Also das heißt, das ist eine Chance, wenn man jetzt jemanden gemerkt hat, der einen das Video geklaut hat oder genommen hat, dann kann man mit dem dadurch Kontakt aufnehmen. Und theoretisch gesehen könnte ich auch beim Parkhotel Bischkek natürlich in diesem Fall auch anrufen, denen eine Mail schreiben oder ich könnte auch nochmal bei der Kanalinfo nachgucken, ob die eine E-Mail hinterlegt haben. Die könnte ich natürlich auch mitnutzen. Aber das wollen wir jetzt nicht. Ich wollte es euch ja nur erklären. Die zweite Möglichkeit ist jetzt hier, ich kann das Entfernen des Videos beantragen. Und zwar kann ich hier das Video halt sagen, das und das soll gerne entfernt werden. Stelle der Urheberrechtsverletzung, Videoübereinstimmung steht auch hier. Und meine Inhalte, das ist das identische Video, muss ich hier ein bisschen was hinschreiben in der Richtung, was ich halt bin, wer meine Adresse und so weiter und so fort, Urheberrechtsinhaber. Und dann kann ich hier unten noch einstellen, Optionen auf Entfernen, geplant eine 7-Tage-Frist schicken. Das heißt, derjenige, der das Video geklaut hat, kriegt eine Frist, 7 Tage, hey, bitte entfernen das Video. Dann hat er die Möglichkeit, quasi eine Urheberrechtsverwarnung zu vermeiden. Das Zweite ist, ich kann sagen, es soll sofort entfernt werden. Dann kann es zu einer Urheberrechtsverwarnung für denjenigen kommen, der das Video geklaut hat. Das würde ich vielleicht beim ersten Mal nicht machen, weil das nicht ganz freundschaftlich ist, auch wenn man das nicht tut, aber trotzdem würde ich das vielleicht nicht tun. Und ich kann auch hier noch sagen, Hochladen von Kopien dieses Video auch auf YouTube in Zukunft verhindern. Dann kann ich richtig sagen, okay, bitte, wenn dieses Video nochmal geklaut wird, dann darf das hier keiner machen. Und dann muss man hier noch ankreuzen, dass man auch sicher ist, dass man das selber ist und so weiter und so fort. Und dann kann man das hier abschicken. Wollen wir aber jetzt nicht tun. Wir merken uns ganz einfach, hier bei dem Thema Urheberrecht könnt ihr das Ganze nachgucken, ob es jemand geklaut hat. Wie gesagt, Voraussetzung ist dafür, dass ihr Mitglied beim YouTube-Partnerprogramm seid. Das zum Thema Urheberrechte bei YouTube. Und ein zweites Video, was wir jetzt auch gleich noch machen werden und aufzeichnen werden, ist das Thema, wo sehe ich, wer mich abonniert hat. Das gibt es jetzt gleich im Folgevideo.